willkommen zu unserem Gottesdienst am Sonntag Exaudi, das heißt Höret. Wir freuen uns, dass Pastorin Karin Achtelstädter heute gekommen ist und in diesem Gottesdienst die Predigt halten wird. Herzlich willkommen. Karin ist ein Mitglied in unserer Gemeinde, sie ist aber auch die Präsidentin des Canadian Lutheran World Reliefs. Wir freuen uns, dass du bei uns bist und danken dir schon im Voraus für die Predigt. Wir danken auch Konstantin, der unsere Lieder wieder auf der Flöte begleiten wird und ein Solo am Ende des Gottesdienstes spielen wird. Am kommenden Sonntag feiern wir einen zweisprachigen Gottesdienst am Pfingstsonntag. Wir wünschen allen einen gesegneten Gottesdienst und bitten Gott um seinen Segen für diesen Tag. Unserem Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And also with you. Wir hören Worte aus dem 21. Psalm. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche auch ich, Herr, dein Antlitz. Du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Herr, mein Heil.
Wir wollen beten. Gott im Himmel und auf Erden, dein Licht erleuchtet uns. Dein Wort dringt uns ins Herz. So schickst du uns deinen Heiligen Geist, der uns leitet. Sei du bei uns, damit wir bei dir sind, heute und alle Zeit. Amen. Die erste Lesung steht im Epheserbrief im 3. Kapitel, die Verse 14 bis 21. Die Fürbitte des Apostels Paulus für die Gemeinde. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werde mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Evangeliumslesung für den Sonntag Exaudi finden wir bei Johannes 16, die Verse 5 bis 15. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun, über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und für mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn wenn von dem meinen, wird er es nehmen und euch verkünden. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem meinen und er wird es euch verkündigen. Dank sei dir, Herr. Thank you.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie ganz herzlich und ich freue mich ganz besonders, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung und einen ganz besonderen Dank an Pfarrerin Katharina, dass sie mich heute eingeladen hat. Als ich das letzte Mal im Mai vergangenen Jahres einen Gottesdienst bei Ihnen feiern durfte, erzählte ich Ihnen über meine Spaziergänge in der Nachbarschaft. Und es wird Sie nicht erstaunen, ich gehe noch immer regelmäßig spazieren und ich gucke mich noch immer um. Und man müsste meinen, dass ich mittlerweile auch alles entdeckt habe, was es zu entdecken gibt in meiner Nachbarschaft. Aber diese Woche machte ich eine ganz besondere Beobachtung. Ich entdeckte auf einem Stein eine neue Nachricht. Der Stein war unter den Gartenzaun eines Nachbarn geschoben. Und auf dem Stein stand: Be a rainbow in someone else's cloud. Ich machte einen Augenblick Halt und ich dachte mir, was für eine wundervolle Botschaft. Be a rainbow in someone else's cloud. Werde zu einem Regenbogen der Hoffnung, der die grauen Wolken deines Nächsten vertreibt. Erst kürzlich hatte mir eine Nachbarin über ihre Sorgen erzählt. Die Arbeit im Homeoffice, der Schulunterricht daheim mit den Kindern, wenn die Schulen mal wieder geschlossen sind. Sie fühlt sich überfordert. Jedes Mal, wenn wir in einen Lockdown gehen und die Schulen wieder geschlossen werden, fühle ich eine schwere, graue Wolke in mir. So hat sie mir ihre Gefühle beschrieben. Eine schwere, graue Wolke, die bei ihr einzieht. Eine graue Wolke, die in ihre Seele einzieht. Eine Wolke der Einsamkeit, der Erschöpfung, der Trauer und der Furcht. Das Evangelium in dieser Woche beschreibt so eine graue Wolkenerfahrung. Die Jünger, angsterfüllt und voller Trauer, zeigen keine Regung, als Jesus sein Weggehen ankündigt. Sie erscheinen auf den ersten Blick gleichgültig. Seit Ostern und in mehr als 4 Kapiteln bereitet Jesus seine Jünger und seine Anhänger auf sein Weggehen vor. So ist es zumindest im Johannesevangelium. Zunächst erzählt der Evangelist Johannes von der Verzweiflung der Jünger und der Anhänger Jesu, als Jesus zum Tode am Kreuz verurteilt wird. Und dann wenig später wird auch noch sein Grab leer aufgefunden. Und dann das vermeintliche Happy End, das glückliche Ende, als der auferstandene Jesus seinen Jüngern und Anhängerinnen wieder begegnet. Aber diese Zeit der direkten Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus, diese Zeit nähert sich nun dem Ende zu. Darauf weist der Evangelist Johannes immer wieder hin. Was Johannes so anschaulich beschreibt, nicht nur in unserem heutigen Evangeliumstext, sondern in den ganzen vorhergehenden 4 Kapiteln, ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle zwischen Trauer und Freude, Verzweiflung und Erleichterung, Bangen und Hoffen, Loslassen und Festhalten. Kein Wunder, dass die Jünger Jesu sich erschöpft fühlen nach dieser emotionalen und wochenlangen Achterbahnfahrt. Und deswegen zeigen sie auch keine Regung, als Jesus von ihnen wieder einmal Abschied nimmt. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin?
Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Wenn graue, schwere Wolken der Trauer und Erschöpfung auf unseren Gemütern lasten, wenn alles nur noch schwer ist, dann fühlen wir uns manchmal wie Bleiern, wie gelähmt. Und so muss es wohl auch den Jüngern gegangen sein. Wolken der Verzweiflung und Trauer, Wolken der Erschöpfung belasten ihre Gemüter. Und dann die bange Frage: Was wird dann eigentlich aus uns? Was wird aus mir? Bemerkenswert ist, dass Jesus den Jüngern keine Vorwürfe macht. Es ist schon in Ordnung, dass sie nichts mehr wissen wollen, dass sie müde sind zu fragen, wo gehst du eigentlich hin? Jesus nimmt sie in ihrer trotzigen Trauer an. Jesus ist für sie da, er weiß um die Angst des Loslassens, er weiß um die Angst der Veränderung. Martin Luther hat dies einmal ganz wunderbar formuliert und den Ton getroffen, denn er hört Jesus sagen: Mein Abschied ist euch viel besser als mein Bleiben, denn wenn ich bleibe, so habt ihr nicht mehr an mir als einen natürlichen Trost, leiblichen Schutz und äußerliche Freundschaft. Was ist euch damit geholfen? Wenn ich aber von euch zum Vater hingehe, so werdet und sollt ihr geistlichen Trost, ewigen Schutz und Freude durch den Heiligen Geist an mir haben. Der Trauer, der Angst vor dem Loslassen, vor der Veränderung, begegnet Jesus mit Liebe und Fürsorge. Die schweren grauen Wolken voller Erschöpfung, Trauer, Zukunftsangst, die die Jünger und Nachfolgerinnen Jesu belasten, denen begegnet Jesus mit dem Versprechen auf allumfassende Freude, auf universellen Schutz und einem Glauben verankerten Trost. Die Wirkkraft der Liebe Gottes ist mit Jesu Weggang nicht mehr nur an einen Ort gebunden. Der Heilige Geist, der Tröster, den Jesus seinen Jüngern verkündigt, ist wie ein Regenbogen der Hoffnung, der sich vom Himmel zur Erde erstreckt und die grauen Gemütswolken, die Trauer und die Angst vertreibt. In unserer heutigen Epistellesung beschreibt der Apostel Paulus auf anschauliche Weise die Wirkung des Heiligen Geistes, des Trösters, wie Johannes ihn nennt. Der Heilige Geist gibt uns die innere Kraft, aus uns hinauszuwachsen, mit dem Glauben an Christus in unseren Herzen und tief eingewurzelt wie die Wurzeln eines Baumes im Erdreich der Liebe Gottes, können wir über uns hinauswachsen in die Breite und Länge, in die Höhe und Tiefe. Wir können zu einem festen Ankerplatz für andere werden. Und wie ein Baum mit seinen breiten Ästen können wir Schutz füreinander sein. Wir können so weit über uns hinauswachsen, dass wir die Liebe Gottes mit unseren Nächsten teilen. Wir können zu Regenbögen in unserer Gemeinde, in unserer Nachbarschaft, in der Welt werden. Be a rainbow in someone else's cloud. Werde zu einem Regenbogen der Hoffnung, der die grauen Wolken deines Nächsten vertreibt. Das ist die Mutmach- und die Mitmacheinladung, die einer meiner Nachbarn zum Beginn des zweiten Jahres mit Covid unter seinen Gartenzaun gelegt hat. Sie, liebe St. Georgsgemeinde, haben das mit ihrer Pastorin Katharina und dem Kirchenvorstand auf vielfältige Weise vorgelebt. Sie sind trotz der vielen Covid-Beschränkungen eine Gemeinschaft, die vieles miteinander teilt. Zeit zuzuhören, Lachen und Tränen, ein Telefonanruf, eine kurze Nachricht, die Frage: Wie geht es dir?
Sie sind in ihrer Liebe hoch und weit hinausgewachsen, wie ein Regenbogen, der Barrieren und Grenzen überwindet. Und sie haben dies nicht nur in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft getan. Gemeinsam mit dem Canadian Lutheran World Relief, der Organisation, die ich leite, werden sie eine ehemals von Abschiebung bedrohte Flüchtlingsfamilie nach Kanada umsiedeln und willkommen heißen. Auch persönlich und als Mitglied in ihrer Gemeinde freue ich mich sehr über diese Zusammenarbeit und bin zutiefst dankbar für ihre Unterstützung. Die St. Georgsgemeinde ist zu einem Regenbogen der Hoffnung für diese Familie geworden. Es gilt gestern wie heute, die christliche Gemeinde ist eine Gemeinschaft des Teilens und der Teilhabe. Wir teilen unsere Talente und Gaben, unsere Zeit, unser Mitgefühl, unsere Bereitschaft zuzuhören und zu trösten. Wir bieten Anker und Schutz. Wir werden zu Regenbögen der Hoffnung und Liebe. Wir sind nun im zweiten Covid-Jahr angelangt und viele von uns, wie auch meine Nachbarin, sind müde, traurig und erschöpft, fürchten sich und erleben eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und gerade in dieser Situation hilft es sich, an die Wirkmächtigkeit des Miteinanderteilens zu erinnern. Akzeptiert und geliebt zu werden, egal ob wir gerade erschöpft und traurig oder hoffnungsfroh und zuversichtlich sind. Die Erfahrung der Liebe Gottes und die Wirklichkeit und die Wirkkraft des Heiligen Geistes, des Trösters, macht die Anhänger und Anhängerinnen Jesu und uns Christen heute zu Botschaftern und Botschafterinnen einer besseren Welt. Wir alle können zu Regenbögen der Hoffnung füreinander werden. Amen. Wir wollen aufstehen und miteinander und füreinander beten. Gott, unser Vater, deine Allmacht übersteigt Himmel und Erde. Du bist uns verbunden in Christus, deinem Sohn. Du kommst auf uns zu mit deinem Heiligen Geist und willst unser Leben erfüllen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Deinen Namen dürfen wir tragen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns.
Gib uns Kraft und Mut nach dem Reichtum deiner Gnade. Lass alle Menschen im Frieden leben können. Wir beten für alle, die im Krieg und Unfrieden leben müssen, und beten besonders für Palästina und Israel. Gib den Regierungen Weisheit, dass sie richtige Entscheidungen treffen, auch jetzt in der Corona-Zeit. Sei bei allen, die einsam und isoliert sind. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Lass deinen Geist in uns wirken, damit wir im Glauben wachsen und füreinander da sein können. Mache auch uns zu einem Regenbogen für andere. Hilf, dass wir in Liebe füreinander da sein können. Mache stark, die der Verzweiflung nahe sind. Stehe denen bei, die hergeben müssen, was ihnen lieb ist. Bewahre alle, die die Bitterkeit von Krankheit und Tod erfahren. Besonders bitten wir für alle, die krank sind, in unseren Familien, in der Gemeinde und überall. Wir denken fürbittend an Trudi und Martha, an Elsa, Karen und ihre Familie, Madisons Mom und Marina. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Stärke unseren Glauben, damit Christus in uns wohnt und wir in ihm bleiben. Lass seine Liebe eingewurzelt sein in unser Herz. Hilf uns, deine Gnade in der Welt zu leben und zu zeigen. Bewege uns, damit wir helfen, wo uns Leid begegnet. Ermutige uns zu trösten, wo Angst und Sorge herrschen. Wir danken dir, dass wir sehr kleine Gottesdienste in unserer Kirche feiern dürfen und bitten, dass wir wieder bald größere Gottesdienste feiern können. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Gott, du Geist der Güte und des Lebens, hilf allen Menschen zur Wahrheit, dass sie deine Liebe und die Liebe Jesu Christi erfahren und wir die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Wir bitten für die Menschen, die sich zu dir bekennen, und auch für die, die dich noch nicht erkannt haben. Führe sie zur Fülle deiner Kraft. Lass sie schauen, was deine Liebe uns verheißt. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Um alles, was uns wichtig ist und alles, was wir vor dir aussprechen wollen, bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Und wir beten gemeinsam, wie uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Mit dieser Verheißung gehen wir in den heutigen Tag und in die kommende Woche. Der allmächtige Gott segne uns. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.